Willkommen bei Nachgefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Tennisclub Biel wird 100-jährig. 1922 gegründet, 15 Mitglieder, kein eigenes Terrain, gespielt hat man in Leubringen. Heute ein prominenter Lag am Tennisweg, gerade bei Roger Federer Allee. Eine stolze Anlage, 7 Outdoor-Plätze, 3 in der Halle und aktuell 270 Mitglieder. Wir reden über den bevorstehenden Geburtstag mit zwei sehr tenniskundigen und anderskundigen Gästen auch. Einer ist ein bisschen tarnt, der sieht aus wie ein Tennisspieler, ist schon einer. Der Fernand Jolissin, er spielt immer noch Senioren, Nationalliga, C. Und sein Name ist bekannt in der Tenniswelt auch durch seine Schwester, da kommen wir später drauf. Genau. Mhm. Claudia Renfer, sie ist beim Tennisclub Biel lang für das Sekretariat und eigentlich für den ganzen Betrieb verantwortlich gewesen, Vorstandsmitglied. Sie ist studierte Germanistin und aktuell beruflich schafft sie für den Kanton Bern, koordiniert den Bilingue-Sprechunterricht. Also wenn wir deutsch-französisch Probleme haben sollten, ist die Panache sofort angegeben. 100 Jahre Tennisclub. Ich frage Ladies first. Claudia, was verbindet ihr mit eurer Geschichte? Also das sind ja natürlich nicht 100 Jahre, aber die Zeit, wo ihr schon für Tennisclub seid dabei gewesen, hat es da Highlights gegeben, besonders schöne Zeiten. Hat es auch das Gegenteil gegeben, vielleicht Krise? Was kommt noch in den Sinn? Geburtstag des Tennisclub Biel, einfach so. Ja, so spontan ist, also ich bin mehr oder weniger dort aufgewachsen, auf dem Tennisplatz. Dort. Seit Baby, ja. Seit klein, irgendwie seit 5 oder so, seit wir in Biel wohnen, sind wir dort im Club. Und ja, da immer noch Freundinnen von dieser Zeit. Und jede freie Minute sind wir eigentlich auf dem Tennisplatz gewesen, oder vor allem im Club. Nicht unbedingt zum Spielen, sondern einfach auch sonst für das Gesellschaftliche. Und ja, das sind ganz schöne Erinnerungen. Ja, ich bin einfach dort rumgehangen, anstatt in der Stadt. Oder, ja, genau, habe ich dort mein Halt gehabt. Eben, das ist aus einer Tennisfamilie, kann man sagen. Der Vater spielt auch gerne noch, der Bruder spielt, die Schwägerin spielt, alle spielen Tennis. Und das ist, der Vater hat noch die jetzige Anlage oder mit dem Bruder entworfen als Architekt. Das ist ja so. Mhm, richtig, ja, genau. Voilà. Fernand Jolissin, was kommt euch in Sinn? 100 Jahre Tennis. Also, wir tun uns per Du, oder? Ja, wir sind per Du. Gut, ja. wir kennen es gut, wir können auf Du wechseln. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Ja. Und brüllen sind wir dann auch noch ab und der Hut, das machen wir noch einen Moment. Ich habe bei diesem schönen Wetter heute. Das ist gut. Ja, ist der Tennisspieler-Look, so oder, ja, den du hast. Ja. Okay, ja. Für mich das ist eine ganze Entwicklung, eigentlich nicht nur vom Tennis, von der Stadt, von der Gesellschaft. Die Highlights waren einige. Ich kenne noch die Coupe Lacoste. Ja. Zu dieser Zeit, das war in den 70er, 80er Jahren, haben wir einfach ganz gute Spieler aus der Schweiz, die sie auf Biel kamen. Kann man sagen, welche? Heinz Günthardt und Josette Gilles? Die sind jetzt dann später gekommen, aber vorher war zum Beispiel Eric Büchner. Dann haben wir Tim Sturzer gehabt, Manta. Tim Sturzer, ja. Ist auch noch dabei gewesen. Das sind die alten Garde. Also die. Und das ist super gewesen, dass wir einfach so gute Spiele haben gesehen. Ja. Also das war einer der Highlights für mich, la Coupe Lacoste, ja. Wo einfach der Club organisiert hat. Ja. Und dann jetzt eigentlich der Wechsel auf Bötzingen war auch etwas markant in der Geschichte von diesem Club. Ja, weg von der Gurzelen, ja. Aha. Aber ich meine, die Anlage, die wir hier in Bötzingen haben, ist super. Es ist eine andere Welt. Eigentlich ist nicht mit in die Stadt. Aber die Halle ist Bombe. Also sie ist sehr großzügig, sie ist hoch, hat sehr viel Raum. Also ich finde, ja, es ist etwas zu bieten hier.
Ist gut. Und für die, die Hunger haben, hat es auch noch ein gutes Restaurant. Das müssen ja, genau. immer wieder sagen. Ein paar schwierige Fragen aus der aktuellen Tennisszene. Der Boris Becker im Gefängnis, ist das gut oder nicht? Ist das richtig gerechtfertigt oder nicht? Persönliche Meinung. Ja, es wird auch schon, also es wird einen Grund haben, warum es mir verurteilt hat. Also, ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist, aber ja. Ja, ich habe das nicht so verfolgt, aber ja, er hat sicher, ja, ist sicher nicht immer alles super gewesen. Tut er nach Touren oder nicht? Das ist eine schwierige Frage, ja, wirklich. Ja. Ja, schon ein bisschen, ja. Er ist eine, also eine Persönlichkeit von Öffentlichkeit und ja, das ist schon brutal, wenn er alle auf dich schauen und ja, du da so quasi so in Erinnerung bleibst, oder? Und nicht mehr als Tennisspieler. Ja, gleiche Frage, Fernand. Boris Becker im Knast, ist das richtig oder nicht? Ist die englische Justiz streng oder nicht? I don't know. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was hinter der Kulisse läuft und wieso das zustande ist. Ich konnte das nicht können. Er hat ein paar Millionen hingezogen. Ja. Vermögensdelikt. Nicht so schlimm, oder? Es gibt viele, die das machen. Oder wie also, es ist immer so, die oben dran sind, in den Medien. Ich habe manchmal an die Kasse. Ja. Was da wahr ist, das weiß ich wirklich nicht. Also, ich finde es schlimm. Ich würde auch nicht unbedingt im Knast landen. Ja, nein, das fängt auf keinen Fall. Das ist so. Nächste Frage. Federer Indoors Basel im Herbst hat das grosse Plakat das Comeback. Jetzt habe ich es nicht mehr gesehen. Jetzt heißt es nur noch Indoors Basel. Habt ihr das Gefühl, der Federer schafft das Comeback oder nicht, Claudia? Ich glaube es eher weniger. Dass er, und wenn er zurückkommt, dann sicher nicht mehr so stark wie früher, weil eben die anderen die gehen weiter, die Jungen drücken. Und, das wird sehr schwierig für ihn. Aber ja, ich wünsche es. Aber, ja. Gut, Fernand, mit der medizinischen Kenntnis vom Apotheker schafft er das mit seinem Knie nochmal als Comeback? Ja, also ich muss sagen, beim Tennis ist es sehr ein anspruchsvoller Sport, vor allem bei den Gelenken, Knien und Rücken. Also es ist nicht gerade das Beste. Und ich sehe es bei mir und es passiert auch gleich bei jedem Spieler. Mit dem Alter wird es nicht einfacher. Mhm. Und der Roger Federer hat von mir aus schon einige Comebacks gemacht. Ja. Ich finde es schon unglaublich, was er schon geleistet hat so in den letzten Jahren. Also ich finde, er hat eine super Laufbahn gehabt. Und ein Comeback mehr oder weniger, das braucht er wirklich nicht. Also lassen wir uns überraschen im Oktober zu Basel. Nächste Frage. Djokovic, Ausschluss von den US Open, richtig oder nicht, Claudia? Das ist ein heikles Thema. Ja, also man muss sich halt die Regeln halten, oder? So, wie die Regeln dort aufgestellt sind. Da muss man sich halt dran halten. Und ja, es gilt für alle. Und wenn sich die anderen Spieler dran halten, dann soll er sich auch dran halten. So. Ja. Einfach, sonst ist es nicht fair. Ja, also impfen oder daheim bleiben. Genau, also ja. Fernand? Ja, der Djokovic kann manchmal giftig sein. Ja, ja. Und dann tut das einfach, das Kommandiers an. Das tut das beweisen, jetzt mal, was hier abläuft. Eigentlich ist es seine Persönlichkeit, die zu dem führt. Ja. Und mit der Impferei? Also ich habe von dir gehört, sagen, du bist schon ein Impfskeptiker. Ja, genau. Also könntest du seine Position gut heissen, dass er sich einfach nicht impft, als quasi Einziger? Ja, wieso nicht? Eigentlich ist es jedem frei. Ja, von dem her, ich meine, es ist, ob sie Sport treiben, ob sie in irgendwelcher Gruppe sind, muss ich sagen, wenn er sagt, ja, ich will nicht von dem Stoff, dann ist es sehr frei. Also ich finde, da sollte man das berücksichtigen können. Aber der auch Konsequenzen tragen halt. Also jeder muss, solange dass er auf dieser Welt ist, muss gewisse Konsequenzen tragen. Ja. Also, besser von einem Turnier ausgelassen sind als in Kästen lang. Claudia, du spielst auch Tennis. Du bist noch anders sportlich, vor allem auch durch deine Familie
Eishockey daheim. Beim Tennis sagt man, es ist ein mentaler Sport. Also es passiert viel im Kopf. Und ich frage, was macht man? Was machst du, wenn es entscheidend wird? Also bei Deuce, beim Matchball. Was machst du mental, für dass du diesen Ball gewinnst? Ja, früher, als ich noch viel gespielt habe, Turnier und so, war das viel einfacher. Da hatte ich ein Vertrauen in mein eigenes Spiel. Da wusste ich, wenn ich schön den Fokus behalte, dann kommt es gut. Und heute, als ich etwas älter bin, tue ich etwas mehr überlegen vielleicht und habe ja, vielleicht auch nicht mehr die Trainingsstunden in den Beinen und in den Armen. Und dann werde ich schon ein bisschen nervös. Und dann ist es dann schwierig, das Positive zu denken, beizubehalten, für ja, oder den Fokus ja. zu behalten. Ja, und das wäre eben wichtig. Fernand, wenn man schlechte Nerven hat, so wie ich, oder? Wenn es nach wird, fange ich anfangen. Gibt es in der Apotheke ein Mittel gegen schlechte Nerven? Ja, es gibt einen Haufen Mittel. Also Zählers, Herz und Nerventropfen. Ja, zum Beispiel. Ja, nein, aber also beim Tennis ist es ein Ganzes. Zuerst musst du körperlich fit sein. Ja. Das ist schon eine Basis. Wenn du schon gut bist fit, dann bist du auch selbstsicher. Ja. Und dann eigentlich jetzt einfach das ganze Umfeld, was du erlebt hast durch den Tag, wenn du das Problem hast, vielleicht tust du das noch mitschleppen und es kommt da irgendwie und dann plötzlich hast du eine Situation, wie du gesagt hast, dann denkst du wieder so über so etwas, was passiert ist, was dich privat belastet oder und das ist wirklich etwas ganz, ganz, soll ich sagen, speziell und sensibel beim Tennis. Du kannst nicht voll abschalten. Das immer. Und wenn du equilibrierst, also das Gleichgewicht, das Gleichgewicht, dann kann das Beste passieren. Aber wenn du irgendwie mit Problemen belastet bist, es wird schwierig. Und dann packst du gerade so also Eckzeiten, oder Vorteil für dich, Vorteil für den anderen. Ja. Ja, das ist sehr komplex eigentlich. Also Konzentration im Spiel können behalten ist schwierig, wenn einem Alltagsprobleme in den Sinn kommen. Ja, oder du bist so gut, dass du kannst abschalten kannst. Ja. Ja. Ah, eben, ja. Aber das kann nicht jeder, oder? Das kann nicht jeder, nein. Ja. Du selber kannst das? Nicht immer. Auch nicht immer? Nicht immer, nein. Und Claudia? Es klingt manchmal mehr und manchmal weniger, aber ich denke, das kann man schon ein bisschen trainieren, oder? Dass man das kann, sich kann Fokus behalten. Gut, früher, das noch zu der Geschichte vielleicht, ist der sogenannte weiße Sport. Ist elegant gewesen, man hat gesagt, für die mehr Besseren. Heute ist er Volkssport, kann man sagen. Wie habt ihr den Wandel erlebt? Also, früher hat es Wartelisten gegeben, wenn man in den Tennisclub wollte. Also wir mussten manchmal warten. Also, meistens sind die Leute zum Tennisclub gegangen, vor allem am Wochenende oder sonst am Abend. Ja. Und dann ist jeder gekommen und die Ersten, die sie kamen, haben gespielt. Und dann mussten wir warten, eine Stunde. Oder sonst haben wir den anderen gefragt, ja, ist da etwas frei? Dann müssen wir ein bisschen zusammenreden. Ja. Machen wir vielleicht ein Doppel oder machen wir es eins zu später? Also, es ist eigentlich relativ locker gegangen, aber es waren tatsächlich Plätze gut besetzt. Ja. Ja. Aber aus dem Trend ist es nicht mehr so. Bei den Jungen ist es nicht mehr gleich attraktiv. Aktuell, wenn es Tennis ja. Nein, wenig, aber ich denke, wir haben hier einfach so viele Möglichkeiten, andere Sportarten auszuüben. Und es ist alles so nah und erschwinglich, dass dass man halt einfach sich nicht mehr auf einen Sport fokussiert. Und vor allem Tennisspieler sind auch bekannt dafür, dass sie sehr polysportiv sind. Also, dass sie gerne noch in die Berge gehen oder Skifahren und so. Also, es hat viele ehemalige Hockeyspieler, die Tennis spielen. Ja, die meisten spielen. Oder Fußballspieler, das sind auch gute Tennisspieler. Also, Und eben der Hauch von Noblesse, der früher war, hast du das auch erlebt? Ja, ich kann mich noch erinnern, im alten Club haben wir so wie eine
Dresscode gehabt? Also, du hast irgendwie bestimmte Schuhe müssen, oder hast, also nicht, dass du ein weißes T-Shirt hast müssen haben, aber du hast schon, also der Abwart hat geschaut, dass du anständig angelegt bist. Also, das, ja. Ja, und heute kommen sie zum Teil eben in Trainings, wo, ja, mit sehr knappen Outfits und so. Das haben wir früher nie so gemacht. Ja. Aber die Mode war auch ein bisschen anders früher. Also, ja. Also Dresscode wie heute noch zu Wimbledon. Ja. Hat man früher das Bio auch gehabt? Ist das so? Weiss? Ja, ja. Schon? Der weiße Sport. Also, ja, aber vielleicht zum, zu Sachen Nobel und so. Also, als ich angefangen habe, wir haben angefangen, der Tennis Schloss Matt. Ja. Ich weiß nicht, wie du angefangen hast. Und du, also, vielleicht kann ich es auch noch sagen. Ja. Eigentlich, wir sind zum Tennis gekommen, weil mein Vater ist wir waren zusammen in der Ferien in Montana, in die Skiferien. Und dann war es ziemlich easy. Und dann, mein Vater ist eigentlich umgekehrt auf den Arm. Und er hat seinen Arm gebrochen, den rechten Arm. Okay. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, du musst jetzt mal etwas machen, ein bisschen Sport treiben, weißt, dass du wirklich in Bewegung kommst. Ja, wieso machst du denn nicht Tennis? Und dann hat die ganze Familie angefangen von Tennis zu spielen, weil er eigentlich beim Skifahren umgeht. Nicht mehr, ja, okay. Ja, genau, das war die Ursache. Ja, ja. Und als wir angefangen haben bei der Tennis Schlossmatt, Dresscode war weiss, aber eigentlich war es nicht so teuer. Du hast einfach den Jahresbeitrag gezahlt. Ja. Die Schläger waren nicht so teuer. Jetzt waren sie schnell 200-300 Franken. Vorher waren sie weniger als 100 Franken. Also eigentlich für eine Familie ist Tennis spielen nicht teuer gewesen. Ja. Günstiger als Skifahren, auf jeden Fall schon dann. Also, heute noch mehr. Skifahren ist ein Luxus im Verhältnis zu Tennis. Jetzt ist ja Jolicin, eben, wie ich es gesagt am Anfang, ein berühmter Name geworden in der Tennisszene. Eure Schwester, Christiane, ist WTA 8, Weltnummer 28 gewesen, glaube ich, als Best. Ja, genau. Wie war das gewesen, der Bruder der berühmten Schwester zu sein? Hat er selber auch also, Profi wollen werden oder so? Wir haben am Anfang etwa die gleiche Turnier gemacht. Ja. Und meine Schwester hat früher angefangen, sich irgendwie zu fokussieren auf den Tennis. Ja. Und bei mir habe ich es noch toll gefunden, aber irgendwie bin ich einfach nicht reif gewesen, um mir zu entscheiden, jetzt will ich Tennis machen. Also habe ich mehr so lokale Turniere gemacht in der Gegend, ab und zu etwas weiter. Aber wir hatten eigentlich keine Konkurrenz also zwischen uns. Also sie hat ihren Weg gemacht. Ja. Und sie hat einfach, sie Lehrer in der Schule hat einfach ihre gewisse Freiheit gegeben, dass sie jetzt können Freinetz und gewisse Turniere spielen. Das war die Eroberung. Ja. Und damit hat sie ihren Beruf können, soll ich sagen, machen. Also die Lehrer haben schon freigegeben, das ist ja ganz modern, das ist heute bei den Schulen so, bei den Spitzensportgymnasien, oder, gell? Ja, ja, genau, ja, mit der SKS ist ein gutes Beispiel, genau, wo sie einfach die Stundenpläne so ein bisschen anpassen, auf, je nach Sportart, ja. Und dann ist ja das für Sporttalent-Eltern eine ziemlich aufwendige Geschichte, oder? Nicht nur teuer, sondern man muss so immer herfahren, muss dabei sein bei dem Match, das weißt du auch, oder? Genau, also ja, man muss es schon wollen, als Eltern. Also, ich denke, man muss auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen den verschiedenen Sportarten. Ja. Also ich kann jetzt einfach vom Hockey sagen, weil bei mir jetzt kein Kind, das also richtig gerne Tennis spielt oder viel. So, eben, da muss man aber schon bereit sein. Aber beim Hockey sind Talent hat seine Konsequenzen. Ja, genau. Also man muss viel fahren und bereit sein, dort Zeit zu investieren. Genau. Gut, wir kommen zurück zum Tennisclub Biel. Wir haben es am Anfang gesagt, eine prominente Adresse, gerade hinter dem Swiss Tennis. Und jetzt passiert dort ein Fest, ein zweitägiges Fest. Und wir können vielleicht schon mal noch die Stärken vom TC Biel aufzählen. Die Stärken. Also, es hat eine super Tennisschule, Markakademie. Es hat drei Plätze Tennishalle. Hat der Alclub nicht gehabt. Ein sehr gutes Restaurant, das habe ich schon gesagt. Ist wichtig. Wenn man zwischen beim Warten hat, eben auch miteinander vielleicht etwas getrunken und das Soziale. Und auch früh bespielbar, dank Conny Pur, das heisst künstlicher Sand.
eigentlich schon von März bis im November könnte man Tennis spielen. Das sind die Stärken, würde ich meinen, oder? Gibt es noch mehr? Kommt noch gerade mehr Sinn? Was kann man den Leuten erzählen, dass sie Mitglied werden vom TC Biel? Also, was ich gefunden habe, ein Zeitchen hatten wir kein Wirt. Und ich finde, wenn das Restaurant nicht rum ist, dann verliert man auch ein bisschen so die Stimmung. Weil ja. Die zusammenspielen, wenn sie nicht ein Bier können nach dem Tennis oder, ja. oder gemeinsam sein oder etwas essen, ja. das fehlt. Also, wir hatten so 2-3 Jahre, wo es nicht einfach war. Ja. Und jetzt, durch das, ich meine, Tennis ist nicht nur das Restaurant, aber das hat für mich eine grosse Rolle gespielt. Wichtig. Dass das, ja. Und ich glaube, das ist eine Anlage, die mehr gebraucht werden kann, weil wir viel Möglichkeiten am Wochenende. Ja. Ich glaube, da sollte man vielleicht etwas noch organisieren, dass wir Leute von auswärts könnten mal einladen, vielleicht für junge Leute oder weiss nicht was. Also, es gibt von mir aus gewisse Möglichkeiten noch. Und der Vorstand, Claudia, hat ja genau diese Strategie auch umgesetzt, dass man eben nicht Members only, nicht nur noch als Mitglied kann spielen, sondern den Platz auch sonst reservieren. Mit der Auftrag, das sagt ihr, hast du noch mitgeredet mit deinem Vorstand? Genau, ja, uns war es wichtig, dass eben alle können spielen können, weil wir gemerkt haben, langsam gehen die Mitglieder ein bisschen weg. Und ich denke, heutzutage ist es auch wichtig, dass man herkommt oder im Voraus schon kann planen, ich kann reservieren, von Dennis Ben kann ich spielen. Ja. Und dann ist man auch endbereit zu kommen. Und dann sieht man eben, heute ist man glaub, nicht mehr so bereit zu warten, wie wir das früher hier im alten Club gemacht haben. Darum ist das wichtig. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Tennishalle, wo Sandplatz ist, eine der einzigen Tennishallen mit Sandbelag, die wirklich sehr beliebt ist. Und ich denke, das ist auch ein grosser Pluspunkt. Ja. Gelenkschonender als Teppich hauen. Eine Schwäche noch ist windexponiert. Die verschwindet jetzt langsam, weil die Pflanzen immer höher werden, der Zaun. Und beißen den nicht so guten Spieler den Ball nicht auch noch rumflattern. Also das ist durch die schöne Gartanlage eigentlich auch langsam ausgeglichen. Jetzt noch zum Fest selber. Was passiert denn? Das für Interessierte, die noch kommen wollen. Also am Freitagabend ist Apero, kann man sagen, für Members only. Die sind eingeladen. Ja, aber jetzt können wir uns einschreiben, genau. Wir können jemanden mitnehmen. Genau. Und dann ist Live-Musik. Und am Samstag sind die geladenen Gäste mal, also Politiker. Aber mittlerweile hat man das so aufgetan, man kann sich dort auch noch anmelden. Für eben in diesem feinen Restaurant noch einen Dreigänger zu essen. Mhm. Und dann gibt es ein, zwei kurze Reden nur und einfach noch Einblick in das, was auf dem Tennisplatz passiert. Also Markakademie, die Tennisschule. TC Biel hat eine gute Tennisschule, kann man sagen, gute Tennislehrer. Mhm. Ein ehemaliger Davis Cup-Spieler von Mirac. Mhm. Das ist eigentlich der Abbas. Ja, genau. Werden wir euch beide an beiden Abend sehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein Seminar am 3., das hier in der Ostschweiz stattfindet. Ich weiß nicht, ob mich an den Spalten. Ja. Würde ich sehr gerne kommen. Ja. Das muss ich noch abchecken. Ja. Claudia? Sicher am Freitag oben habe ich mir eingeschrieben, dass das natürlich und wollte ich nicht verpassen, das ist klar. Ja. Und vielleicht dann auch am Samstag durch den Tag, ein bisschen, je nachdem. Ja. Durch den Tag, wenn das Sportprogramm läuft. Genau, vielleicht wenn noch der Showmatch ist. Oder? Ja. Showmatch von der Rollstuhl. Ja, genau. Ja. Mhm. Schweizer Meister und US Open Teilnehmer. Rollstuhltennis, ganz spektakulär. Gut, dass wir das noch erwähnen. Jetzt, wenn ihr einen Wunsch frei hättet von der Fee noch für den Tennisclub Biel zum 100. Geburtstag, ganz zum Schluss, was wäre das? Was wünscht ihr diesem Club? Ladies first. Ladies first, ja. Mhm. Dass er möglichst viele Mitglieder wieder kann gewinnen kann. Oder einfach, dass auch viele Leute wieder zum Tennissport finden. Oder einfach auch mal schnell können wir spielen und dort können wir essen. Ja. Und dass da der Fabio mit vollem Elan so weitermacht und den Club vorantreibt. Ja, Fabio, der zukünftige Präsident. Fernand, ein Wunsch? Ja, dass vielleicht durch die
gewisse Veränderung in unserer Gesellschaft, dass die Leute sich wieder ein bisschen mehr treffen. Und dann wären die, die eigentlich Tennis gerne haben, ein Club, aber die optimale Platz, um sich zu treffen, sich das zum Tennis spielen, zum Plaudern, zum Essen. Ich glaube, die Gesellschaft braucht wieder ein bisschen das Zusammensein. Und so ein Club könnte auch eine gute Karte spielen. Okay. Dass es lebendig bleibt, dass man zusammenkommt dort. Ich danke euch herzlich für das Gespräch hier im Studio. Euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für das Interesse an der Sendung. Schaut doch rein, meldet euch an, schaut auf die Website vom TC Biel und vielleicht gelustet es euch an diesem Geburtstag selber dabei zu sein. Bis zum nächsten Nachgefragt, auf Wiedersehen.